absolute Diva. Ein anderer dagegen, nämlich ich, hat total verkackt. Und warum das so gelaufen ist, warum der eine auf einmal so gut und der andere auf einmal so schlechter, das wird jetzt einer meiner Springreittrainer erläutern. Zusammen sind sie hier, meine Damen und Herren, der Gewinner der Herzen und mein Springreittrainer Elton und Willi Geil. Du hattest Angst. Hey, 9. Platz, doch scheiße. Du hattest Angst vor dem Pferd. Wie viel? Ich glaube 9. oder so. Nee, das muss ich gewesen sein. Nee, sind 2 ausgeschieden, oder? Ja. Disqualifiziert. Das heißt, ich war 9. und du warst 8. Ach so. Einen Platz vor mir immerhin noch. Ja, gut, ne? Ja, also wirklich sensationell, was Ende in der kurzen Zeit, oder? Dafür, dass er vorher noch nicht dritt war. Wahnsinn. Das sah perfekt aus. Ich hatte den Eindruck an dem Abend, es ist manchmal so, dass das Pferd, es hat seinen eigenen Kopf. Etwas, ja. Ja. Woran hat es gelegen? Ich meine, ich habe ja auf Zuckerpuppe, wir haben ja trainiert. Ja? Und es hat doch immer gut ausgesehen. Ich habe immer fehlerfrei die Ritte absolviert in Bestzeit. Und ich sah aus wie der sichere Sieger. Und dann diese Blamage. Ja, ja, das heißt Blamage. Ich sag mal, selbst unsere großen Reiter. Nein, für das Pferd. Was für eine Blamage für das Pferd. Nein, es ist halt so, man kann halt die Umgebung nicht einplanen. Ja. Das Pferd reagiert anders im vollen Studio. Ja. Das aber du hast dich tapfer geschlagen. Ich habe mich tapfer geschlagen. Wir können es vielleicht nochmal zeigen, meine Damen und Herren. Es gab den ersten Durchlauf und da, man nennt es verweigern, oder? Da hat Zuckerpuppe, ja. Da hat Zuckerpuppe vor dem Hindernis gesagt, nee, nochmal kurz links ab. Ja? Hat mich aber nicht darüber in Kenntnis gesetzt. Beim ersten Mal konnte ich noch elegant absteigen. Schauen Sie hier. Ja. Nein, Hinterhandfehler. Damit kann er keine fehlerfreie Runde mehr schaffen. Und es gibt einen Sturz und eine Verweigerung. Das sind insgesamt 12 Punkte. Da ging es nochmal so gerade. Aber in dem Moment habe ich da als Reiter einen Fehler begangen in dem Moment? Oder hat Zuckerpuppe einfach gesagt, nö, jetzt eigentlich schon. Es war schon ein kleiner Reiterfehler. Die Distanz stand auf 5 große Galoppsprünge. Du kamst sehr schlecht über den ersten Sprung. Darauf wurde es nach hinten ziemlich groß und die Distanz hat einfach nicht mehr gepasst. Achso, die Distanz für das Pferd hat nicht mehr gepasst. Genau. Aber hat das denn an mir gelegen? Wärst du wahrscheinlich ein bisschen mehr zugeritten, hätte die Distanz gepasst. Ach so, das fehlerfrei auf die ich andere hätte mehr Seite Tempo gekommen. Geben müssen nach dem ersten Hindernis. Ich wollte es behutsam angehen. Und jetzt stellen Sie sich vor, beim zweiten Hindernis hat offensichtlich die Distanz wieder nicht gepasst. Ja? Vielleicht schauen wir uns das mal an. Da habe ich gedacht, oh, jetzt nehme ich das Hindernis komplett mit. Ist mir egal. Ja? Stefan Raab hat mit seinen 25 Fehlerpunkten aus dem ersten Umlauf und jetzt weiteren 4 Fehlerpunkten keine Chance mehr, in die Siegerrunde zu kommen. Sturz, damit noch 8 dazu. Jetzt sind es 37. Und ja, hier sieht man mal, wie wichtig diese Protektoren sind. Aber beim zweiten, also da war doch die Distanz, müsste doch eigentlich okay gewesen sein, oder? Von der Distanz her war okay, aber wahrscheinlich hattest du noch Sprung 3 im Kopf und dachtest bloß nichts verkehrt machen an Sprung 3 und bist nicht ganz so beherzt an Sprung 2 rangeritten. Ich hatte das Gefühl, dass ich war sehr beherzt unterwegs. Aber gut, ich meine, das passiert wirklich in den besten Häusern, ja? Zum Beispiel Elton beim Training, ja? Elton beim Training, aber im Wettkampf super. Ja, viele haben ja gesagt, wir haben das gefaked, den Sturz, dass ich gar nicht gestürzt bin, weil ich ja angeblich so gut geritten bin. Aber ich muss sagen, wir haben ein sehr gutes Pferd für mich gefunden, das auch Ruhe auf mich ausgestrahlt hat. Das ist nämlich das Entscheidende. Deine Zuckerpuppe ist ja abgegangen wie Zäpfchen. Ja. Du wolltest ja auch, man hörte dich auch immer über das Mikro, langsamer. Zuckerpuppe ist ein sehr temperamentvolles Tier, das muss man dazu sagen. Die will immer, wenn sie Hindernisparcours sieht, dann will sie Gas geben.
Und da muss man als Reiter noch ein bisschen zurückhalten, damit es nicht zu schnell wird, oder? Das ja, aber halt nicht zu viel. Aber beim Training hat es ja geklappt. Jetzt nicht, dass Sie denken, ich werde Stümper, meine Damen und Herren. Ich habe noch mal die Trainingsbilder rausgeholt. Ja? Damit Sie sich mal überzeugen können. Ich war im Training, bin ich zweimal fehlerfrei und Bestzeit geritten. Ich sah aus wie der sichere Sieger. Ja? Ich habe keinen physischen Schaden genommen, meine Damen und Herren, aber psychisch bin ich stark belastet. Ja. Ich zeige Ihnen noch mal den Griff von der Probe, damit Sie mal hier, da können Sie mal schauen. Eins, herrlich. Toll über das erste Hindernis gekommen. Entspannt rum, hinten um die Kurve. Achtung, Hindernis 2 und papp, fehlerfrei. Am Hindernis 3, wo der erste Sturz stattfand, zack, wunderbar. Traumhaft, ein leichtes Brrrr, wie Sie hier hören. Scharfe Wendung, Hindernis Nummer 4 und hopp. Super. Hindernis Nummer 5. Auch da hat Zuckerpuppe schon Gas gegeben. Das merkt man schon. Das war schon im Parcours. Da hat Zuckerpuppe gemerkt, ah, es könnte um was gehen. Da kommt das nächste. Damit hätte ich ja wahrscheinlich sogar das Stechen gewonnen, oder? So, und jetzt kommen die letzten beiden. Da war natürlich keiner im Stadion. Da guckt keiner zu. Ja? Da ist keiner und sagt, sehr gut, Herr Raab. Es fährt auch was anderes im leeren Stadion oder halt vor 4000 Zuschauern. Für wen ist es anders? Fürs Pferd eher, oder? Fürs Pferd? Ich denk mal, für dich war es auch anders, oder? Ich war auch ein bisschen aufgeregt, weil ich merkte, das Pferd ist aufgeregt. Das hat sich auf mich übertragen. Ja. Und bei Joey Kelly war es ja auch so ähnlich, der in der Probe fantastisch geritten ist. Wo man dachte, das geht wahrscheinlich fehlerfrei über die Bühne. Der ist einer der ernstzunehmenden Favoriten. Und dann im Wettkampf das hier. So. Nun geht es also in die... Oi, 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 oi. So, jetzt wird er leider eine Wolke reiten müssen und das wird am Ende eine Verweigerung. Demzufolge bekommt er jetzt 4 Fehlerpunkte. Jetzt kommt er in die letzte Linie. Hat sich jetzt selbst gefangen. Auch das Pferd jetzt besser unter Kontrolle. Hat er wohl auch den Bügel verloren. Auf der rechten Seite eher. Das allerdings zählt nicht mehr als Sturz. Er hatte schon die Ziellinie passiert. Da tun sich die Pferde aber nicht weh, wenn sie einen abschmeißen. Nein, im Gegenteil. Das macht dem Pferd gar nichts. Ja, das macht dem Pferd überhaupt nicht aus. Ja, und bei Joey war es dann so im zweiten Durchgang. Was war denn mit dem Pferd dann los? Dann hat sich das Pferd, oder war das auch Joeys Schuld? Nein, das Pferd war einfach nur nicht so Turnier erfahren, ist mit der Atmosphäre dann nicht so zurechtgekommen, ja. Und dachte halt, hau mal schnell ab. Ja, da dachte ich, gehe mal einfach nach draußen wieder. Ja. Ohne vorher Bescheid zu sagen. Schauen Sie sich das hier an. Wow. Und jetzt bloß nicht nochmal runterfallen. Oi. Guckst du aber es weg? Aber. Aber das ist wohl nicht hier jetzt so, weil natürlich einigen die ganz große Erfahrung fehlt. Wir haben ja alle hart trainiert. Ich habe gehört, dass das auch bei Profiturnieren passiert schon. Dass wirklich Profis, Olympiasieger mit ihrem Pferd, auch in Aachen, dass das Pferd einfach aus dem Stall rausgeritten ist, rausgesprungen ist. Das passiert Profis genauso, wie es euch passiert ist. Man steckt halt nicht drin. Es ist ein Lebewesen und es reagiert halt immer anders. Gut zu wissen. Am schwierigsten hat es aber Elton, unser Kameramann, Jörg. Der zweimal von Joey Kelly ganz böse in Bedrängnis gebracht wurde. Wir haben das für Sie nochmal hier in einer Zeitlupe mit Pfeil. Da können Sie sehen, wo sich unser Kameramann vor Joey Kelly retten musste. Passen wir auf. Da, in der Ecke. Da steht er. Das war das erste Mal, ja. Und beim zweiten Mal hat er sich gedacht, okay, der hat geahnt, was das Pferd machen wollte. Ja? Und hat dem Pferd sozusagen das vorweggenommen. Schauen Sie mal hier. Da ist er, Achtung, in der Ecke. Machen Sie auf, jetzt gleich. Achtung, jetzt gleich. Ja. Einfach selber. Ja.
Jörg, Jörg, hier vorne, das ist Jörg übrigens. Kleiner Applaus für Jörg. Jörg, komm mal rüber. Den Platz. Aufregender Job für dich, oder? Hast du es mit der Angst zu tun bekommen, oder warum hast du Kopfsprung über die Bande gemacht? Also, ich habe nachher vermutet, dass an der Möhre lag, die ich in der Hose hatte. Ja, aber dir ist nichts passiert, oder? Nein, nichts passiert. Respekt für alle Reiter, also wenn die Tiere, wenn man die da mal in der Arena erlebt, also schon imposante Tiere. Ja, ja. Ist der Kamera was passiert? Nein, die habe ich mit über die Bande gerannt. Und Elton, bei dir ist es so super gelaufen. Hast du das Gebühren noch gefeiert an dem Abend? Nee, ich war so froh, dass das vorbei war. Ich bin dann ganz schnell ins Hotel und habe mich da erstmal ein bisschen beruhigt. Man ist ja wirklich, und im Nachhinein bin ich doch froh, dass ich da mitgemacht habe, weil ich wollte ja nicht, du hast mich ja mehr oder weniger gezwungen dazu. Nein, das kann man so nicht sagen. Doch, das stimmt wohl. Ich habe halt mit einem 1-Euro-Job gedroht. Ja, aber kann man davon zwingen sprechen? Aber es war im Nachhinein wirklich klasse, das Publikum war super, hat mich sehr gut unterstützt. Und wenn man dabei war, das war wirklich, hast du ja selber, ein Adrenalinschub. Das war unglaublich, da in dieser Arena zu reiten und dann auch noch so gut das alles zu überstehen, war der Hammer. Ja, die Leute waren auch, man spürte die Spannung in dem Stadion. Ne? Weil natürlich, das sieht in live nochmal ganz anders aus als am Fernseher. Also ich war auch selten so aufgeregt wie kurz davor, weil man mit dem Pferd ja nicht so genau weiß, was passiert da. Ich möchte mich auch nochmal entschuldigen bei dir und bei meiner Mutter, weil ich Kaugummi kauend nachher bei dieser Schalte stand, dass sie so richtig bescheuert ausgesehen haben. Aber ich habe daran einfach nicht gedacht, dass ich da Ja, wir wollen uns nochmal bei allen Trainern bedanken. Winnie ist ja nicht mein einziger Coach, der Hanno, den grüße ich auch nochmal, bei dem habe ich die erste Stunde gemacht. Ist es realistisch, wenn ich sage, beim nächsten TV Total Springreit Championat trete ich wieder mit Zuckerpuppe an? Oder sollte ich sagen, ich nehme mir Ruhe lieber Diva von Elton? Nein, durchaus realistisch. Das ist realistisch. Nee, darüber reden wir nochmal. Ach, du möchtest jetzt Zuckerpuppe? Nein, mein Pferd. Ich behalte mein Pferd. Die Diva ist, glaube ich, schon reserviert für den Elton. Die ist schon reserviert für den Elton, ja. Wie lange macht so ein Pferd das? Wie lange kann das so Springreiten gehen? Das kommt darauf an, wie stark es eingesetzt wird, aber so bis 18, 19 Jahre durchaus. Ach, da hat Zuckerpuppe ja noch eine große Karriere unter mir vor sich. Ja, ja, meine Damen und Herren. Und jetzt begrüßen wir eine junge Frau, die an diesem Abend ihre Premiere hatte mit ihrer ersten